Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns bei TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Ab heute möchten wir Ihnen in jeder Sendung die Perlen Bayerns vorstellen. Orte abseits der internationalen Touristenströme, Gegenden, die auch Sie vielleicht so noch nicht kennen. In unserer ersten Folge fahren wir mit dem Zug und verbringen ganz stressfrei und komplett ohne Stau, also sehr familienfreundlich, einen wunderschönen Tag in Bad Windsheim. Entdecken Sie Bayern auf seine schönste Weise. Mit den Perlen im Bahnland Bayern. Es ist 10 Uhr morgens und wir sind auf der Suche nach den Perlen Bayerns. Unterwegs mit der Bahn fahren wir von Nürnberg über Neustadt an der Aisch nach Bad Windsheim. Eingebettet in die Naturparke Steigerwald und Frankenhöhe soll das Städtchen eine Vielzahl von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten bieten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge, die Perlen Bayerns hier aus dem schönen Bad Windsheim. Bad Windsheim, das hat über 700 Jahre Tradition. Außerdem gibt es hier jede Menge Sachen zu entdecken, auch für Familien ein absolut geeigneter Ort. Wir wollen uns einfach mal umschauen. Kommen Sie mit. Vom Bahnhof aus geht es zu Fuß in das Zentrum der Stadt. Diese lebens- und liebenswerte Stadt im Herzen Frankens liegt mitten im Dreieck Nürnberg-Würzburg-Ansbach. An allen Ecken der Stadt sind heute Stände aufgebaut. Markttag in der ehemaligen Reichsstadt. Wir treffen uns im Hof des Rathauses mit der Stadtführerin Waltraud Leikauf. Von ihr wollen wir ein wenig mehr über die Tradition und die Geschichte der rund 13.000 Seelenstadt erfahren. Stadt, die also 742 das erste Mal erwähnt worden ist. Sie ist also sozusagen sehr alt. Die Häuser sind natürlich alle nicht so alt. Wir sind allerdings niemals zerstört worden. Also Häuser sind meistens vom 13., 14., 15. Jahrhundert. Wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Hier sind wir am ruhigsten und schönsten Platz. Das ist unser Martin-Luther-Platz mit der großen Kirche. Historische Häuser, alle im Bürgerbarock. Bürgerbarock und Fachwerk ist bei uns das Hauptsache. Und die Innenstadt ist zu 60% denkmalgeschützt. Man darf also keine Photovoltaikanlagen und keine großen Veränderungen machen. Also, was gibt es denn hier sonst so an Aktivitäten? Ich sehe gerade, wir haben hier Markt ansonsten. Markt, ja, wir haben sonst auch Straßenfeste und Weinfeste, weil hier in der Gegend ja auch viel Wein wächst. Leider Windsheim selbst ist nicht mehr so mit Wein gesegnet, aber das ist übrigens unser Bürgermeister. Das passt jetzt prima. Herr Bürgermeister, hallo. Grüße Sie, Maximilian Rossek von TV Bayern Live. Servus. Hallo. Wir besuchen gerade die Perlen Bayerns. Jawohl, schön. Und da ist Bad Windsheim natürlich eine dieser Perlen in Bayern. Was ist denn das Schöne oder das Besondere an Bad Windsheim? Also für mich ist Bad Windsheim einmal die historische Altstadt, die man so nicht überall findet. Dann natürlich das Fränkische Freilandmuseum und ganz besonders natürlich die Frankentherme. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen. Bevor es jedoch dorthin geht, besuchen wir das Fränkische Freilandmuseum. Vom Marktplatz aus begeben wir uns durch die Altstadt vorbei an den ersten Gebäuden des Museums. Nach ca. 10 Minuten Fußweg befinden wir uns schon am Eingang. Gemeinsam mit den vielen anderen Besuchern begeben wir uns auf eine Zeitreise. Rund 100 Häuser aus Franken sind seit 1979 hier zu besichtigen. Das Motto: Häuser und Menschen. Und so kann man an 7 Häusergruppen auf über 40 Hektar Fläche das Leben und Arbeiten auf dem Dorf erleben. Am Tag der Mühle ist natürlich das Kornmalen ein besonderes Highlight. Aber auch sonst sind viele Attraktionen geboten. Jetzt ist auch noch die Sonne rausgekommen. In der Mittelalterbaugruppe habe ich Ute Rauschenbach getroffen. Sie sind Pressesprecherin vom Fränkischen Freilandmuseum. Was kann man denn hier alles erleben? In der Mittelalterbaugruppe können Sie die ältesten Häuser, die ältesten erhaltenen Häuser aus Franken sehen. Wir zeigen nicht nur die Häuser, die erhalten sind, sondern wollen diese auch lebendig machen. Das heißt, wir zeigen, was zwischen den Häusern passiert ist. Auf den Feldern wird natürlich gewirtschaftet wie früher. Und wir zeigen auch die Tiere, die früher auf einem Bauernhof gelebt haben. Alte Haustierrassen ist auch ein starkes Thema bei uns. Und zeigen auch natürlich die alten Handwerke. Das heißt, wir haben ein belebtes Museum. Es ist nicht nur tote Materie zu sehen, sondern es lebt in allen Ecken und Enden.
Nach solch einem langen Spaziergang durch Frankens Historie sind wir müde geworden. Entspannung ist angesagt und somit geht es zurück durch den Stadtkern hin zur Frankentherme. Mit dem Bus dauert die Strecke etwa 6 Minuten. Hier erwartet uns schon Tourismus- und Thermenchef Hubert Seewald. Er führt uns durch die verschiedenen Räume und Thermalsohlebecken. Mit der kristallinen Kraft aus Jahrmillionen soll man hier gesund und entspannt im Wasser schweben, wie im Toten Meer. Ja, nachdem wir jetzt die ganzen Innenbecken gesehen haben, befinden wir uns jetzt hier am Solesee, am Salzsee. Wie ist denn überhaupt diese Frankentherme entstanden? Ja, der Salzsee ist eigentlich entstanden. Wir haben hier die gleiche Wasserqualität wie im Toten Meer in Jordanien. Man muss sich vorstellen, unter uns ist 200 Meter eine Salzschicht. Da ist irgendwann mal vor ein paar 100 Millionen Jahren ein Binnenmeer ausgetrocknet. Und dieses Salz, das lösen wir auf, indem wir Heilwasser nach unten schicken, die Salzschicht auflösen. Und deswegen hat man hier die gleiche Wasserqualität wie im Toten Meer. Für wen ist denn jetzt diese Therme am besten geeignet? Ja, die Therme ist eigentlich besonders geeignet für Gäste, die halt Hautprobleme haben, aber auch Gelenke, Rheuma, Wirbelsäulenbeschwerden, eigentlich für alle Altersgruppen, auch viele Junge, die genießen einfach das Freischweben, das Erlebnis, schwerelos zu sein und bei uns im Salzsee oder im 12%-Becken zu schweben. Das heißt also, es gibt auch sehr viele Familien, die hierher kommen können? Ja, Familien kommen auch, das ist klar. Sagen wir, natürlich haben wir keine besondere Kinderattraktion, aber auch für Kinder ist es interessant, sich einfach mal aufs Wasser zu legen und die Schwerelosigkeit zu erleben. Die Therme hat von 9 bis 22 Uhr für Besucher ab 6 Jahren geöffnet. Mit rund 20 Euro pro Person und Tag liegt sie bayernweit betrachtet im Mittelfeld. Im Anschluss an die Therme gibt es ein Hotel, falls man mehr als einen Tagesausflug nach Bad Windsheim machen möchte. Bei meinem Streifzug durch die Frankentherme habe ich dann auch letztendlich meinen Raum gefunden, der karibische Erlebnisraum. Hier dürfen sich Paare gemeinsam verwöhnen lassen. Und das werde ich jetzt auch selbst machen und damit gebe ich zurück ins Studio und sage ciao, servus. Planen auch Sie Ihre persönliche Anreise mit dem Bayern-Fahrplan, auch von unterwegs mit der kostenlosen App. Das waren die Perlen im Bahnland Bayern, präsentiert von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. So, und jetzt geht es bei uns um das Thema Schönheit. Die ist ja bekanntermaßen relativ. Also was schön ist, ist Geschmackssache. Trotzdem wurde in einem kleinen Dorf bei Augsburg mal ganz genau hingeschaut. Ist die Nase wirklich gerade? Sitzt auch die Frisur? Und stimmt wirklich der Charakter? Im beschaulichen Obergriesbach kommen an diesem Tag die Schönsten der Schönen zusammen. Allerdings deutlich haariger als gewohnt. Wer bei der dritten Pudelausstellung punkten will, muss offensichtlich einiges über sich ergehen lassen. Hunderte Male fahren die Zähne der Kämme durch das lange Fell der Hunde. Oft wird auch gezielt Volumen erzeugt, damit die Hunde noch flauschiger und haariger wirken. Too much gibt es hier nicht. Höchstwahrscheinlich sind Frauchen und Herrchen selbst auch deutlich aufgeregter als ihre Hunde. Denen dürfte das Trara um Wolle, Haltung und Co. nämlich mindestens herzlich egal sein. Ich denke mal, dem Pudel ist es egal. Dem Pudel ist es wirklich egal. Das sind eben die Menschen, die sich da rausmachen. Und ich sag mal, der Hund, auch ein Pudel ist ein Hund und muss ihm Spaß haben. Und schon geht's zur Bewertung. Wer mit seinem vierbeinigen Vorzeigefreund hierher kommt, hat es nicht auf ein hohes Preisgeld abgesehen. Das gibt es nämlich gar nicht. Viel wichtiger sind den Züchtern eine gute Platzierung und Bewertung der tschechischen Richterin. Nadezhda Klirova stammt selbst aus einer Züchterfamilie. Eine Bewertung läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Eine Runde Fitnesstraining mit Frauchen, schön die blitzeblanken Beißerchen präsentieren und bloß nicht durch die Kommentare der Richterin verunsichern lassen. Contenance. Sehr feine Kopf. Ich möchte mehr Kinn. Es ist ein Schaulaufen der besonderen Art. Auch auf der Straße fallen die Hunde auf. Und dann findet es Carlos manchmal gar nicht so schön zu sein. Ganz dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, wenn Asiaten da sind. Die Asiaten wollen sich immer mit dem Hund abdichten lassen und am allerliebsten wollen die den auch dann so richtig fest kuscheln. Und das ist natürlich für einen Hund eine Stresssituation, weil das sind fremde Menschen. Ob jemand auf einen Schäferhund so zuging, wage ich zu bezweifeln.
Die Bezirksgruppe Augsburg des Deutschen Pudelclubs ist immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Ulrike Lingenfelser ist die Organisatorin der Pudelschau. Der schwarze Pudel Phönix zur Riegelfeste ist mit seinem Frauchen sogar extra aus Bamberg angereist. Und der lebendige Beweis, dass Pudel weitaus mehr können, als einfach nur speziell aussehen. Jeden Tag trainiert der Königspudel auf dem Hundeplatz, wird als Begleithund eingesetzt. Also der wird alle 3 Wochen wird er gebadet. Und ansonsten wird er eigentlich bloß immer ein bisschen eingezopft, dass das nicht so verfilzt, das lange Fell. Und ansonsten kann der hupfen und springen, wie er lustig ist. Genau, ne? Ja. Und manchmal, da sieht der Wirbelwind auch noch ganz nebenbei umwerfend aus und nimmt einen Pokal mit nach Hause. Totale Ruhe, schwerelos durch die Luft gleiten, dazu ein Ausblick, den man so noch nicht mal von einem Wolkenkratzer hat. Ballonfahren, heißt es, soll extrem beruhigend wirken. Wir glauben natürlich nichts, ohne es mal selbst auszuprobieren. Deshalb haben wir unseren Kollegen Philipp Seitz in den Korb geschickt. Ja, normalerweise bin ich überhaupt kein Frühaufsteher, aber heute bin ich richtig schnell aus den Federn gekommen, denn ich freue mich tierisch. Ich darf nämlich heute Ballon fahren, ja genau, fahren, wie es heißt. Und der Chef ist hier schon neben mir, das ist der Norbert und das ist unser Pilot. Wie fangen wir an? Ich glaube, erstmal müssen wir aufbauen, richtig? Genau, wir richten den Ballon her, dann nehmen wir alle Leute her, die helfen mit oder ihr helft alle mit. Und der Aufbau dauert eine gute Viertelhalbe Stunde und dann gehen wir schon ab in die Luft. Ballon und Korb haben zusammen einen Wert von 100.000 Euro. Also immer schön vorsichtig. Bis die warme Luft in der Ballonhülle ganz nach oben gestiegen ist, dauert es bis zu 1 Minute. Deshalb sind später schnelle Lenkmanöver kaum möglich. Voraussicht ist gefragt. Ja, und dann geht's auch schon los. So richtig merkt man den Start gar nicht. Auf einmal heben wir ab und es geht sanft nach oben. Wir kommen hier von Wendelstein und fahren hier schräg hoch an Nürnberg vorbei. Und wir haben auch mittlerweile eine Gerätschaft geschaltet, mit der wir am Radar beim Flugcontroller praktisch aufleuchten. Und er kann mich genau verfolgen. Ich habe immer gedacht, es wäre kalt und windig, ist es aber nicht. Warum? Ihr spürt momentan einen leichten Wind, den spürt ihr aber nur, wenn man den Ballon in der Vertikalen bewegt, auf oder ab. Immer wenn wir die gleiche Höhe fahren, dann nehmen wir die Windgeschwindigkeit an, fahren gleich schnell wieder Wind und ihr habt 0 km/h gegenüber der Strömung, in der ihr treibt. Dadurch habt ihr dann Windstille. Und dann geht es ziemlich schnell runter. Wir landen irgendwo zwischen Großwein-Mansdorf und Rostal. Jetzt wird die Landung doch ein wenig sportlicher. Alles gut gegangen. Landen darf man mit dem Ballon übrigens überall. Ärger gibt's nur, wenn fremdes Eigentum kaputt geht. Jetzt muss natürlich alles wieder eingepackt werden. Geschafft. Was noch fehlt, ist die Ballontaufe. Nach vorn. Wir taufen dich nach altem Brauchtum mit dem Feuer, dem ihr anvertraut wart. Schau mal, wie der brennt, Philipp, gell? Und löschen wieder. Ja, hervorragend. Wir haben uns, glaube ich, sehr sicher bei dir gefühlt. Und gibt es jetzt noch einen Schlachtruf, den ihr Ballonfahrer habt? Glück ab, gut Land. Alle miteinander, oder? Glück ab, gut Land. Glück ab, gut Land. Wir haben gleich einen der berühmtesten Köche Deutschlands, Sterneköche Deutschlands, hier bei uns zu Gast. Sie kennen diesen Mann neben mir vermutlich von RTL 2, von den Kochprofis. Frank Oehler ist bei mir. Herzlich willkommen. Er ist der Lenker und Leiter der Speisemeisterei in Stuttgart. Und wir unterhalten uns gleich über das Thema unter anderem abgelaufene Lebensmittel, Frank. Es gibt ganz viele Menschen, die, wenn ein Lebensmittel abgelaufen ist, sofort wegschmeißen.
Du machst es anders. Warum? Wir haben einfach mal getestet mit abgelaufenen Lebensmitteln, was zu machen. Und zwar, dass man einfach, die sind meistens völlig in der Reife, sind wirklich gut im Geschmack. Man kann sie noch gut zubereiten. Das ist einfach so vom Gesetz geregelt. Das ist einfach ein großer Fehler. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja viele arme Situationen. Es gibt ja die Tafel, die man einfach nicht mehr weiterreichen darf, dass man das Gesetz mal kippt. Haben wir einen Versuch gestartet und mit abgelaufenem Gemüse einfach mal Couscous zubereitet. Und glaube ich, 700 hungrige Mäuler haben wir dann glücklich gemacht mit dem guten Geschmack, weil das ist ja alles einfach wie bestens vom Geschmack her. Auch die braunen Schalen bei der Banane macht ja nicht viel aus, deswegen schmeckt sie umso besser. Sagst du als Sternekoch natürlich, das ist noch gute Qualität, das hat Geschmack. Der Laie zu Hause ist da vielleicht auch ein bisschen unsicher. Verstehst du die Unsicherheit? Die Unsicherheit, glaube ich, die gründet daher, dass der Laie zu Hause einfach nicht so richtig kochen kann. Also wenn er Ideen hat vom Kochen, dann kann man alles zubereiten, das ist wirklich kein Thema. So, das ist wirklich oft, da kauft man auch zu viel ein, dann geht das kaputt. Ich glaube, das geht um Respekt gegenüber der Schöpfung. Also man muss einfach schon mal beim Einkauf geht schon los und dann muss man einfach ein bisschen haushalten, einfach wirtschaftlich arbeiten. Das ist, dann passiert es auch nicht, dass so viel Abfall zustande kommt. Die Zahlen sind unglaublich. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich sie habe. 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt hungern täglich. Also, nee, wir haben 7 Milliarden Menschen. 1 Milliarde davon hungert. Die globale Lebensmittelproduktion würde theoretisch ausreichend, um 7 bis 12 Milliarden Menschen satt zu machen. Also Ursache dieses Missverhältnisses ist ja ein ganz klares Missverhältnis, ist die Verschwendung von Nahrungsmitteln, genau das, was du gerade angesprochen hast. Und die hat trotz der vielen Appelle der vergangenen Jahre nicht abgenommen. Wie erklärst du dir diese Nichtentwicklung? Das ist eine Wohlstandsgeschichte, das ist auch eine Form von Kapitalismus. Das ist halt so, wir wollten möglichst alles, möglichst billigst, möglichst viel. Und dann ist die Industrie gefragt und dann liefert die uns eigentlich Ware, immer, rund um die Uhr. Und dann ist es aber ganz klar, dass aber von Lebensmitteln auch vieles kaputt gehen kann. Ne? Deswegen wird es auch jetzt gezwängt in Nahrungsmittel und in Convenience. Es ist auf jeden Fall so, die Wertigkeit ist verloren gegangen, die ganze Schöpfung ist einfach... ist bei uns zu Gast und wir haben einfach kein Gefühl mehr, was da passiert. Wir kaufen einfach blindwütig ein und dann geht es einfach kaputt im Kühlschrank. So eine Apfelblüte. Ne? Bis der Apfel dann wächst, 6, 7 Monate, dann muss ja nicht sein, dass der im Kühlschrank einfach verfault. Also man muss einfach grundsätzlich ein neues Bewusstsein schaffen, einfach mit Respekt hat das zu tun und mit ein bisschen Bescheidenheit darüber nachzudenken, wo leben wir und der ganze Hunger weltweit, das ist ein Planet für alle da. Man muss ein bisschen aufteilen, darüber nachdenken, Nächstenliebe vielleicht auch, einfach mehr Mitgefühl, also man kann vieles ändern, aber einer muss halt mal anfangen, die Uhr umzudrehen. Wie man dieses Bewusstsein bekommt, wie Sie richtig einkaufen und vor allem, wie viel Kilo Sie im Jahr wegschmeißen, erfahren Sie gleich bei uns nach einer ganz kurzen Pause. Wir werden uns noch weiter unterhalten. Bis dahin. Der Wahnsinn, wenn das CW-Fotobuch vor einem liegt. Da denkt man sich, das kann gar nicht sein. Die Qualität der Bilder ist wirklich hervorragend. Also so, dass ich wirklich sage, genauso war es, wie wir dort waren. Und das ist wirklich wow. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Ich war noch niemals in New York. Zum ersten Mal in Bayern. Freuen Sie sich auf das Musical mit den unvergesslichen Liedern von Udo Jürgens. Die schönste Erinnerung an ein Genie. Ich war noch niemals in New York. Jetzt im Deutschen Theater München. Hier auf unseren Plantagen in Spanien ernten wir unseren Knoblauch Ajo Morado. Die Sorte wächst langsam und entwickelt so besonders viele der wertvollen Inhaltsstoffe für die Gesundheit. Und dies garantiert die bestmögliche Wirkung für unser Knobi Vital. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Aus ist, die Wiesn 2015 ist Geschichte. Jetzt ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Eine erste Zahl, rund 5,9 Millionen Besucher haben das Oktoberfest besucht. Das sind zwar 400.000 weniger als im Vorjahr, aber trotzdem sind Stadt und Wirte zufrieden.
Hör auf! Mit den traditionellen Böllerschüssen unterhalb der Bavaria ist das 182. Oktoberfest zu Ende gegangen. Die Festleitung spricht von einer typischen Herbstwiesn, die sehr münchnerisch geprägt gewesen sei. Der Rückgang der Besucherzahlen habe mehrere Gründe. Die einen haben gesagt, das Wetter war diesmal kühler. Da gab es den einen oder anderen Tag, wo wir eigentlich rausgehen wollten und sind dann doch daheim geblieben. Abends war es teilweise schon sehr frisch. Das mag ein Grund sein. Ein weiterer Grund ist zweifellos bei den rückläufigen Touristenzahlen aus dem unmittelbar angrenzenden Ausland, dass da Grenzkontrollen stattgefunden haben, dass der Weg nach Deutschland rein etwas beschwerlicher war. Insgesamt, so die vorläufige Schätzung der Wiesenfestleitung, kamen in den vergangenen 16 Tagen rund 5,9 Millionen Besucher auf die Theresienwiese. Das ist ein Rückgang von etwa 400.000 Menschen im Vergleich zum Vorjahr. Und auch der Bierkonsum hat abgenommen. Rund 7,3 Millionen Maß Bier tranken die Wiesengäste. 2014 waren es noch 7,7 Millionen Maß. Ein Grund zu jammern? Überhaupt nicht. Wir haben eine wunderschöne Wiesen gehabt. Es war ein bisschen kalt. Und wenn die Grenzen so stark kontrolliert werden, dann haben wir halt ein bisschen weniger Ausländer. Aber das war wirklich wunderschöne Wiesen, wo auch viele Münchner da waren. Richtige, angenehme, schöne Wiesen. Die Wirtswundenstraße war nicht so überfüllt, es war richtig schön. Und ich bin überzeugt, dass die Leute, die das lesen, stocksauer sind, weil sie nicht da waren. Was ist bei den Alkoholvergiftungen zu bemerken? Hier haben wir auf der einen Seite eine erfreuliche Entwicklung, dass die Alkoholintoxikationen zurückgegangen sind. Das mag natürlich auch mit dem Rückgang der Wiesenbesucher zu tun haben. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, dass mittlerweile der Anteil der Frauen, also die Frauenquote bei den Alkoholvergiftungen gestiegen ist. Die stellen mittlerweile 40%. Besonders die Schausteller mussten in der ersten Wiesenwoche Umsatzeinbußen hinnehmen. Das Wetter war vielen Wiesenbesuchern einfach zu kalt, um in die Fahrgeschäfte zu gehen. In der zweiten Woche hat es deutlich angezogen. Die Menschen waren dicker angezogen. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Kindertag in der zweiten Woche. Gestern einen fulminanten Samstag. Die Wiesen war für uns durchwachsen, aber dennoch eine schöne, münchnerisch geprägte Wiesen mit sehr, sehr netten Gästen. Die Oide Wiesen im Südteil der Theresienwiese wurde von rund 535.000 Menschen besucht. Auch hier ist ein Rückgang um etwa 35.000 Besucher zu verzeichnen. Im nächsten Jahr müssen die Münchner ganz auf die Oide Wiesen verzichten, weil auf dem Gelände dort dann das zentrale Landwirtschaftsfest stattfinden wird. Und kaum ist die Wiesn vorbei, folgt schon das nächste große Ereignis in der bayerischen Landeshauptstadt, der München-Marathon. Bereits zum 30. Mal werden mit dreijähriger Unterbrechung die schönsten und wichtigsten Plätze und Straßen in ganz München passiert. Wir haben im Vorfeld zwei Marathon-Neulinge begleitet. Das sind Michael Wohlgemuth aus Metten bei Deggendorf und Tobias Mürter aus Ergolding bei Landshut. Die beiden kennen sich nicht, aber sie haben eines gemeinsam: die Leidenschaft zum Laufen. Ihr großes Ziel, der München-Marathon. Ihre Intention, die könnte unterschiedlicher nicht sein. Für mich ist es ein Vorbereitungstraining auf einen Langstrecken-Triathlon. Und ja, einfach, weil man es kann. Ich habe vor 3 Jahren mit Triathlon ein bisschen angefangen, bin dann bis zur Mitteldistanz, habe jetzt schon alles durchgemacht. Habe dann ein bisschen mit den Knieproblemen gekriegt und jetzt im April bin ich am Knie operiert worden und jetzt geht es langsam wieder an, so ein bisschen rein, jetzt gehen wir ins Laufen. Ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich Wettkämpfe mitgelaufen für den TV64 Landshut, habe dort niederbayerische, bayerische und süddeutsche Meisterschaft gemacht und ja, dann habe ich mit 16 meinen ersten Halbmarathon gemacht und aus medizinischen Gründen sollte man halt noch keinen Marathon machen und dann habe ich aus diversen Gründen den Laufsport aufgehört. Und habe mich dann vor 3 Jahren nochmal entschieden anzufangen. Und da kam dann die Idee, doch den Marathon endlich mal durchziehen zu können. Und da ich jetzt von der Fitness soweit bin, möchte ich jetzt dieses Jahr starten. Doch warum genau muss es der München-Marathon sein und kein anderer wie beispielsweise in Frankfurt oder Berlin? München ist eine super Stadt, eine schöne Stadt, hat eine tolle Stimmung, es sind viele Leute auf der Strecke und man kennt es auch schon von den Halbmarathons, wenn dann wirklich rundherum Stände sind, man wird angefeuert und was für mich das Größte an dem Ganzen ist, wenn ich dann am Schluss die letzten 300 Meter ins Olympiastadion einlaufen kann und doch ein paar Fans, die sich wahrscheinlich verteilen, das ist ein Traum, da freue ich mich drauf. Das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte gerne den München-Marathon rennen, weil es
weil es einfach eine große Runde ist, ein Haufen Sehenswürdigkeiten und ein Zieleinlauf im Olympiastadion ist natürlich auch klasse. Der München-Marathon hat 42 Kilometer auf öffentlichem Verkehrsgrund. Es gibt keinen Platz, keine interessante Straße, die hier nicht tangiert. Odeonsplatz, Königsplatz, Marienplatz, Leopoldstraße, Ludwigstraße, Siegestor sind die Highlight dieser Strecke. Es geht aber auch durch den Englischen Garten. Es geht auch in Osten von München nach Bogenhausen, Deutsches Museum. Wir werden die Isar überqueren. Das heißt also, beim Deutschen Museum laufen wir Richtung Gasteig. Und das ist natürlich immer eine Sightseeing-Tour zu Fuß. Erwartet werden zum 30-jährigen Jubiläum bis zu 24.000 Läufer aus rund 50 Nationen. Aus diesem Anlass hat man sich in diesem Jahr auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir werden heuer einen großen Höhepunkt haben. Das heißt also, wir werden den Start das erste Mal am Coubertinplatz haben, genau wie vor 30 Jahren. Der Coubertinplatz ist die Fläche zwischen der Olympiahalle und dem Olympiastadion. Wir werden in der Olympiahalle auch heuer das erste Mal unsere große Sportmesse haben mit über 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche und über 200 Ausstellern. Parallel dazu wird die Startnummernausgabe dort stattfinden und natürlich die traditionelle Pasta-Party, die immer ein Mittelpunkt ist für die Teilnehmer als Kommunikationspunkt vor dem München-Marathon. Um so eine große Veranstaltung auch problemlos durchführen zu können, ist man auch seitens der Organisatoren auf Hilfe von anderen Vereinen angewiesen. Hier zeigt sich allen voran Niederbayern von einer starken Seite. Wir haben eine sehr starke Beteiligung aus Niederbayern all diese Jahre. Und gerade Passau und Landshut, die uns Helfer stellen, der Verein die Elge Passau, dann natürlich ESV Landshut, die ja schon seit Jahren ihre bestimmten Standpunkte haben, freuen wir uns, dass die wieder dabei sind. Und vor allem, wir freuen uns natürlich auf die niederbayerischen Teilnehmer, die hier am 11. Oktober ihre Plattform in München haben. Einer der großen Favoriten ist übrigens auch ein Niederbayer, Tobias Schreindl von der LG Passau. Der gewann im vergangenen Jahr den München-Marathon mit 89 Sekunden Vorsprung und darf sich seither deutscher Meister nennen. Unsere beiden Debütanten backen da etwas kleinere Brötchen. Ich habe ursprünglich einmal das Ziel von 3,5 Stunden gehabt, aber seit der Knie-OP habe ich mich von dem Ergebnis ein bisschen verabschiedet und gehe eher von 4,5 Stunden aus. Das war gut zum Erreichen, denke ich. Also ich habe mir schon vorgenommen, mit dem harten Training, was jetzt ist, und mit der Möglichkeit, die wo ich konditionell auch habe, dass ich schon im Mittelfeld landen könnte. Es wäre natürlich ein Traum, das zu schaffen und dann unter die Plätze damit reinzukommen. Aber da lasse ich mich auch überraschen jetzt. Im Rahmen des München-Marathons werden unter anderem auch die bayerischen Meisterschaften ausgetragen. Nachmeldungen für diese und alle weiteren Disziplinen sind noch bis morgen früh 9.30 Uhr möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter münchenmarathon.de. Die aktuellen Themen aus der bayerischen Wirtschaft haben wir jetzt für Sie kompakt zusammengefasst in unserem Wirtschaftsradar. Das Thema heute: Kulturfestival in Bad Wörishofen. Stars der klassischen Musik spielen mit jungen Talenten. Konzentriert spielen, cool bleiben und einfach den Auftritt genießen. Darauf kommt es an diesem besonderen Tag an. Denn die jungen Musiker des VBW Festivalorchesters dürfen gemeinsam mit David Garrett ein Galakonzert geben. Ein erstes Treffen mit dem weltbekannten Geiger gab es bereits bei der Generalprobe. Das ist schon aufregend, dann einfach die Erfahrung und man kann sich auch von dem was abschauen, weil der sehr schön musikalisch auch spielt. Es war schon sehr schön, also der spielt ja auch ziemlich gut und der hat dann halt auch so gesagt, was er will. Ja, der hat schon immer wieder sowas gesagt, wie den Bogen näher zum Griffbrett oder so. Also da konnte man schon auch was lernen davon. Der Auftritt des Jugendorchesters ist auch in diesem Jahr wieder ein Programm-Highlight des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen. Nach einem strengen Auswahlverfahren erhielten diese 70 Schüler die Chance, ihr Können vor großem Publikum zu präsentieren.
Die talentierten jungen Musiker bereiteten sich daheim gut vor und probten dann an drei Wochenenden gemeinsam. Wir haben eine unglaubliche Nachfrage. Wir hätten sogar drei Orchester in diesem Jahr zusammenstellen können. Es ist ja eine Ausschreibung über das Kultusministerium und die Begeisterung der Kinder und die Teilnahme ist grenzenlos. Sehr junge Leute dabei, also zwischen 11 und 18 ist ja das hauptsächliche Alter. Die Leistungen, also die kamen unglaublich gut vorbereitet dieses Mal. Vor zwei Wochen haben wir ja angefangen. War so perfekt vorbereitet, dass man sofort klanglich arbeiten konnte. Damit beim Konzert alles professionell klingt, beschäftigen sich die Schüler vor ihrem Auftritt noch einmal ausgiebig mit ihrem Instrument. Denn in einem so großen Orchester mit so vielen begabten Musikern spielen einige das erste Mal. Ich versuche, so viel wie möglich zu üben. Also jeden Tag schaffe ich normal nicht ganz, wenn ich dann noch Fußball habe oder halt einfach Unterricht. Und ich habe das jetzt halt das erste Mal mitgemacht in einem großen Orchester oder halt auch in einem besseren Orchester, ansonsten halt nur so Schulorchester oder was, ja. Ich fand es auch immer wieder eine neue Erfahrung, da mitzuspielen. Und das macht auch sehr viel Spaß, die Proben und das ist auch manchmal lustig, aber insgesamt kommen wir doch, merkt man doch, wie man vorankommt auch. Das Festivalorchester der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft spielt heuer bereits zum 6. Mal in dem beliebten Kurort. Aus einigen ehemaligen Teilnehmern sind mittlerweile übrigens sehr erfolgreiche Musiker geworden. Mehrere, also es gibt auch ein Quartett, wovon drei hier mitgespielt haben, die mittlerweile weltweit Wettbewerbe gewinnen. Also da gibt es einiges, ja. Also, das ist allerdings nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass die Jugendlichen professionell arbeiten. Und professionell arbeiten heißt für mich vor allem zuhören, aufeinander den Klang abstimmen und dann aber auch eine Kompetenz sich zu erarbeiten, die dann so etwas Ähnliches wie ein Orchesterinstinkt zum Ziel hat. Wir fördern die Jugend und die Jugend brauchen wir in der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich, dass dieses Orchester auch international aufgestellt ist. Und das passt in dieser Zeit ganz hervorragend. Mit dem Festivalorchester will die Bayerische Wirtschaft Begabungen von Jugendlichen im außerschulischen Bereich fördern. Das Publikum in Bad Wörishofen ist begeistert. Die jungen Talente präsentieren bei ihrem Galakonzert Werke von Rossini, Bruch, Tartini und Beethoven. Und den Nachwuchsmusikern gelingt dabei ein Zusammenspiel auf sehr hohem Niveau. Ich möchte Ihnen jetzt einen Mann aus Oberfranken vorstellen. Er heißt Sagi Cohen, ist Integrationshelfer in einer Übergangsklasse in Weidenberg. Er betreut dort geflüchtete Kinder und Jugendliche aus Krisengebieten, um ihnen die ersten Schritte in Deutschland zu erleichtern. Jetzt hat Cohen über seine Arbeit einen Dokumentarfilm gedreht mit dem Titel Wurzeln, Wege, Wünsche. Und dieser Film hatte Premiere. Ja, so kann es manchmal gehen in einer Live-Sendung. Da war da der Kanton dabei. Wir bitten, diesen Ausfall zu entschuldigen und beschäftigen uns mit dem Thema Flüchtlingsproblematik. Horst Seehofer, der CSU-Chef, droht mit einer Verfassungsklage, wenn der Bund nicht rasch Maßnahmen ergreift, um den Flüchtlingsstrom einzudämmen. Diese Strategie hat der bayerische Ministerpräsident gut vorbereitet. Mitte der Woche lud er zu einem Asylgipfel nach Ingolstadt. Und dort durften auf familiärem Terrain Oberbürgermeister und Landräte aus Bayern endlich mal Dampf ablassen und sagen, was ihnen auf der Seele liegt. Dass es bei der Flüchtlingsfrage in unserer Gegenwart nach der deutschen Einheit. Ja, heute ist der Wurm drin. Jetzt haben Sie leider nur Horst Seehofer gehört, aber nicht den Beitrag hören können. Also wir versuchen das zu klären, machen mal eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da. Bis gleich. Musik.
Altenbuchinger Industrieimmobilien, Ihr Partner für erstklassige Immobilien. Aktuell bezugsfertig ist unser Büro- und Praxiszentrum in Tittling. Wir als Eigentümer bieten Ihnen hier frei nach Maß planbare Räumlichkeiten. Kommen Sie mit auf einen Rundgang und lassen Sie sich von unserem beliebten Konzept überzeugen. Mitten im Dreiländereck, unser exquisites Praxis- und Bürozentrum. Nur 3 Minuten von der B85 entfernt erreichen Sie alle wichtigen Städte im Handumdrehen. 120 Parkplätze warten auf Sie direkt vor dem Haus. Gehobenes Ambiente, helle Räumlichkeiten für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Ausgestattet mit einem elektrischen Sonnenschutz für noch mehr Komfort. Hohe Decken und raumhohe Glastüren, modernste Sanitäranlagen. Unsere Immobilie ist für Büro-, Praxis- und Gewerbeflächen gleichermaßen geeignet und bietet auf allen 3 Stockwerken 2400 Quadratmeter Fläche. Ihrer Kreativität bei der persönlichen Gestaltung der noch nicht ausgebauten Räumlichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Dabei sind auch technisch aufwendige Installationen wie beispielsweise für medizinische Berufe kein Problem. Komfort und Sicherheit durch fortschrittliche Lüftungs- und Brandmeldeanlagen sowie Rauchabzug. Jeder Gebäudeabschnitt zeichnet sich durch seine vollständige Barrierefreiheit aus. Bereits bezugsfertig das Dachgeschoss. Es besticht durch originell geschnittene Räumlichkeiten und elektrisch bedienbare Fenster. Darüber hinaus besitzt das Gebäude modernste technische Leitungen und einen Vollwärmeschutz. Interessiert? Egal welches Unternehmen Sie leiten, wir haben die passende Räumlichkeit. Aktuell sind noch 3 Einheiten frei und das ohne Maklergebühren. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wenn ich in das CW-Fotobuch gucke, kribbelt es einfach nur. Ich bin einfach wieder in dieser Hochzeit drin. Der stärkste Moment war, wo die Tür aufging und die Nadine reinkam mit ihrem Vater und sie natürlich total am Heulen. Es war Emotion pur. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Ich war noch niemals in New York. Zum ersten Mal in Bayern. Freuen Sie sich auf das Musical mit den unvergesslichen Liedern von Udo Jürgens. 17 Jahre, blondes Haar, so stand sie vor mir. Die schönste Erinnerung an ein Genie. Ich war noch niemals in New York. Jetzt im Deutschen Theater München. Hier auf unseren Plantagen in Spanien ernten wir unseren Knoblauch Ajo Morado. Die Sorte wächst langsam und entwickelt so besonders viele der wertvollen Inhaltsstoffe für die Gesundheit. Und dies garantiert die bestmögliche Wirkung für unser Knobi Vital. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundrum. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag auf RTL. Willkommen zurück bei TV Bayern Live, auch wenn es bei uns heute nicht ganz so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber das macht auch den Charme einer Live-Sendung aus. Wussten Sie, dass jeder von uns 82 Kilo pro Jahr an Lebensmitteln wegschmeißt? Dabei müssen
abgelaufene Lebensmittel nicht unbedingt schlecht sein. Was man damit machen kann, weiß Frank Oehler. Er ist einer der besten Sternekoche, die wir hier bei uns in Deutschland haben. Herzlich willkommen bei uns. Warum haben die Menschen, ich habe es vorhin schon versucht, auf dieses Thema einzugehen, warum schmeißen die Menschen so schnell so viele Lebensmittel weg? Ich glaube, das Problem ist, weil Lebensmittel eben nicht so lange haltbar sind. Deswegen ist halt so beim Einkauf darauf zu achten, was kaufe ich eigentlich ein und wie lange hält es und dann, wo lagere ich das? Das ist ja das Thema, der Kühlschrank hat ja verschiedene Temperaturzonen. Also Fleisch mache ich ganz unten, wo es am kältesten ist, dass er 2-3 Tage hält. Aber ich kaufe einfach nur so viel ein, wie ich brauche. Und deswegen passiert es eben nicht, dass ich 82 Kilo wegschmeiße, weil die 82 Kilo hast du ja auch finanziert. Also wenn ich jetzt pro Kilo 10 Euro habe, dann habe ich 820 Euro vernichtet. Das wäre schon mal ein schöner Urlaub gewesen. Das heißt also, du appellierst an die Menschen, dass sie einfach bewusster einkaufen sollen, sprich so ganz klassisch sich eine Einkaufsliste zu machen, also auch einen Wochenplan vielleicht, dass man sagt, also Montag esse ich das, Dienstag gibt es dann das oder... Ja, das ist halt das Thema, das ist unser Überfluss. Unsere Industrie liefert ja so einen Überfluss, dass man einfach, glaube ich, man kann sich keine Rage kaufen. Ich glaube, man muss sich halt selber wieder in Zucht nehmen und sagen, okay, ich kaufe jetzt nicht alles, was ich sehe. Das ist halt, wir sind so manipuliert. Ne? Und wenn der Wagen voll ist, man, da leuchten die Augen, aber da geht halt die Hälfte kaputt und dann ist es halt das Thema Respekt. Ich muss ja das Ganze respektieren. Wir sind da zu Gast hier auf dem Planeten, die Schöpfung ist zu Gast bei uns und da muss man auch einfach sorgsam mit dem Thema umgehen. Das ist halt irgendwie alles selbstverständlich geworden. Also man kauft und kauft und kauft und wirft einfach weg, weil keine mehr mit Werten was zu tun hat. Ich glaube, es geht um die Werte. Also die haben wir verloren, glaube ich. Irgendwo sind die verloren gegangen. Wie lernt man, respektvoll einzukaufen? Respektvoll einzukaufen lernt man einfach, wenn man anfängt zu denken, ne? Wo das Huhn herkommt, wo das Ei herkommt, dass man Brücken schlägt zum Produzenten, dass man sagt, okay, was ist eine Kartoffel, wo wächst denn die? Wenn ich das Kaninchen sehe, mit Zellophan eingepackt, so kann ich meinem Sohn nicht erklären, dass es ein Kaninchen ist. Also man muss einfach wieder back to the roots, einfach sich informieren, sich bilden, um das geht es. Man muss sich bilden. Was hältst du von den ganzen Lebensmittel-Discountern, bei denen du natürlich auch die Lebensmittel deutlich günstiger kriegst, als wenn du jetzt auf dem Markt einkaufst oder in speziellen Biomärkten einkaufst? Gut, wenn man jetzt beim Discounter einkauft, heißt es ja nicht, dass ich einfach zu viel kaufen muss. Also ich kann ja auch gezielt im Discounter einkaufen. Es ist ja auch, jede Familie hat ein eigenes Budget. Also man kann ja nicht irgendwie, also auf dem Viktualienmarkt ist das eine, aber irgendwie, dann gibt es halt die großen Discounter, die einfach das große abdecken. 90% der Bevölkerung brauchen einfach Discounter. Aber auch da muss man nicht im Übermaß einkaufen. Was heißt nicht im Übermaß einkaufen? Also die meisten, ich weiß selber von mir, man ist ziemlich unter Druck, man geht schnell rein, hast irgendwie 2 Kinder noch an der Hand und dann raffst du alles so in den Korb, was du dir vorstellen könntest, vielleicht mal in dieser Woche zu essen. Also ich mache mir jetzt auch nicht Gedanken darüber, was ich von Montag bis Freitag esse oder möglicherweise noch wiederverwerten kann. Ja, aber das ist immer das Problem, man sollte schon drüber nachdenken. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Fleisch kaufe, das war mal ein Tier, das steht auf der Wiese, macht da Krach und dann ist es wunderbar zu sehen und dann kommt es zu mir nach Hause in den Kühlschrank, da kaufe ich doch einfach nur ein oder, dass ich das respektiere. Also ich muss auch nicht irgendwie 4-mal die Woche Fleisch essen, man kann auch vegetarisch, weil Gemüse hält ja viel länger wie zum Beispiel jetzt Fleisch. Ne? Dass man einfach den Ernährungsplan ein bisschen umstellt, sagt, okay, warum nicht ein bisschen Gemüse, warum ein bisschen was von dem und einfach mal, und es gibt ja auch so Kühlschrank-Augen, wo man dann wirklich via Handy dann schauen kann, was ist am Kühlschrank, was brauche ich wirklich, was ist nötig, was will meine Familie und man kauft ja oft am Ziel vorbei, so manisch-innovatives Einkaufen gibt es ja auch. Wie sieht denn manisch-innovatives Einkaufen aus? Das heißt einfach, dass der Wagen schnell voll ist in kürzester Zeit, weil die Kinder nerven und der Vater nervt zu Hause auch und das ist dann passiert, oh Gott, dann kommt ja dann das kann aber auch passieren, ich kenne das ja auch. Okay. So, und da muss man halt einfach vor Ruhe zu Ruhe kommen, wenn ich dann reingehe in das Discounter oder auf den Markt, sage, okay, was brauche ich wirklich einfach zur Besinnung und dann einfach durchmarschieren und nicht blindwürdig einkaufen, dass es einfach schnell vorbei ist. Man muss sich einfach Zeit nehmen beim Einkauf, genauso wie in der Zubereitung. Also ich komme zur Ruhe, mache mir Gedanken über das, was ich wirklich brauche. Was brauche ich denn wirklich? Viel Liebe zum Beruf, glaube ich, zum Kochen auch und zum Einkaufen auch. Ich meine, aber auch Verständnis. Man muss irgendwie, was kaufe ich denn ein? Also, klar ist der Wagen schnell gefüllt mit 1000 Sachen, aber macht das Sinn? Also sinnstiftendes Einkaufen. Da muss man sich selber hinterfragen, an die eigene Nase fassen. Was esse ich gern, was bereite ich gern zu, was will meine Familie zu Hause? Was ist haltbar, was kann ich lagern? Was muss ich jetzt irgendwie nicht heute kaufen, sondern kann es übermorgen noch kaufen? Also einfach denken ist das Thema. Ich glaube, man muss denken, dann kommt es eben auch nicht zu 82 Kilo Abfall. Schmeißen Sie denn eigentlich Ihr Lebensmittel weg? Kommt das auch mal vor? Nein, nicht wirklich. Also wir kaufen gezielt, aber ich bin ja auch vom Laden Sachen mit nach Hause. Also wir sind da, glaube ich, ja, wie soll man sagen, besser organisiert diesbezüglich. Aber wenn man darauf achtet, man kann es auch wieder eingefrieren. Also Butter muss ja auch nicht. Man kann ja so viele Sachen machen, wenn man es will. Ne? Wenn man eigentlich keinen Bezug hat zu Lebensmitteln und zu Kochen und zu Ernährung, dann passiert eben, dass das einfach an wie alles so an so Nebensache wird. Ne? Und das ist dann das Problem. Sie haben mit Lebensmitteln, die abgelaufen sind, den ganzen Lastwagen war das,
übrigens. Hunderte von Studenten der Uni Hohenheim exquisit gesättigt. Ich nehme an, danach hatte keiner Magenschmerzen, weil die Lebensmittel ja noch gut waren. Was haben Sie gekocht? Wir haben gemacht so einen Couscous. Mein Couscous ist eigentlich so sehr kompatibles Getreide, wo man dann so eine Hülsenfrucht, ja. Und dann haben wir Gemüse untergemischt gekocht, auch wenn es schon ein bisschen weich ist jetzt. Im Rohzustand, das wird ja auch beim Kochen weich. Ist eigentlich völlig egal, wie frisch der ist. Ja? Und dann ist der geschmacklich, war das tipptopp. So, klar, Karotten, Brokkoli, Bananen. Wir haben einen Fruchtquark gemacht mit abgelaufenem Quark. Der hält ja auch noch 6-7 Tage, so ist es ja nicht. Man muss ja, am besten schaut man nämlich gar nicht gleich auf die Rückseite, sondern probiert es erstmal. Ne? Vieles wird ja weggeworfen, wenn man gar nicht, man schaut auf das Etikett und sagt, oh, ist abgelaufen, war viel weg. Man kann es immer aufmachen, mal die Nase reinhalten und sagen, okay, schmeckt ja noch. Ne? So schaut es aus. Wie lange sind grundsätzlich Lebensmittel noch haltbar, wenn das Ablaufdatum ein anderes ist? Also gibt es da so Pi mal Daumen, kannst du da sagen? Bei Nahrungsmitteln, die halten eigentlich länger, weil die sind ein bisschen mit Chemie behandelt. So. Also Lebensmittel sind halt so nach, die sind halt auch vergänglich. So schaut es aus. Wir leben ja auch, wir verändern uns ja auch. Da muss man einfach ein Auge drauf haben. So. Aber das hält einfach immer 3-4 Tage länger, wie es draufsteht. Dieses Thema beschäftigt übrigens auch den Bayerischen Landtag. Dazu unser Beitrag jetzt. Hoffentlich mit Ton. In Supermärkten fallen viele Abfälle an, die noch zu gebrauchen wären. Oft aber sind Lebensmittel noch essbar. Datumsangaben auf Verpackungen suggerieren eine vermeintliche Ungenießbarkeit. Alleine in Deutschland landen über 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Auf Privathaushalte entfallen fast 7 Millionen Tonnen Nahrung als Wegwerfartikel. Der Politik stößt das schon lange auf. Der Wert der Nahrung wird missachtet. Ich meine, das ist in Deutschland überhaupt ein Riesenproblem. Eigentlich sind die Lebensmittel bei uns viel zu billig und alles, was billig ist, ist nichts wert und damit wird es weggeschmissen. 1 Milliarde Menschen hungern tagtäglich und es ist unverantwortlich, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wie wir auch Lebensmittel wertschätzen. Während in Frankreich ein Verbot erlassen wurde, Lebensmittel wegzuwerfen, hat sich die deutsche Politik bisher nur zögerlich an das Thema gewagt. In Baden-Württemberg zum Beispiel geht man den französischen Weg. Überschüssige, nicht verkaufte Lebensmittel müssen gespendet oder anderweitig verwertet werden. Große Supermärkte arbeiten mit karitativen Einrichtungen zusammen. In Bayern überlegt man da noch. Ich stimme Ihnen absolut zu, dass es bisher noch kein Thema im Bayerischen Landtag war. Aber ich denke, das sollte man durchaus mal aufgreifen und auch mal beobachten, wie jetzt die Entwicklung in Frankreich ist und auch wie Baden-Württemberg sich verhält und möglicherweise dann selbst, dass wir auch als Freistaat Bayern ein Stück weit initiativ werden. Wir müssen uns jetzt auch entscheiden, wohin wir eigentlich wollen. Wollen wir jetzt gesunde Lebensmittel, regional produzierte Lebensmittel oder wollen wir standardisierte 0815-Ware letztendlich? Und das ist natürlich eine Frage von Genuss und Kultur. Für was entscheiden wir uns da? Es ist so, wir haben ja jetzt schon eine Überproduktion von Lebensmitteln. Unsere Landwirtschaft muss nicht mehr effizienter werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Unsere Landwirtschaft muss endlich wegkommen von der ewigen Masse. Sie muss hinkommen zur Qualität. 85 Kilo pro Kopf landen im Müll. Brot, Gemüse, Fleisch. Vieles noch genussfähig. Sicher ist der Verbraucher hier in der Verantwortung. Das Kaufverhalten könnte eingeschränkt werden. Das aber führt zu Umsatzverlusten. Will das die Lebensmittelindustrie? Wollen das die Erzeuger? Das ist ja das große Problem der Landwirtschaftspolitik in Bayern, die auch sehr dominiert wird vom Bauernverband. Und der Bauernverband hat bis heute die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Der Verbraucher und die Verbraucherin, die wollen eigentlich schon lange was anderes. Und die Landwirtschaft rennt immer noch hinterher. Wir müssen uns insgesamt davon verabschieden, dass wir nur noch 10,5 oder 11% unserer Lebenshaltungskosten ausgeben. Wir geben 13-14% für Urlaub aus und fast genauso viel für Kosmetikas und Hygiene als wie für Lebensmittel. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der in unserer Gesellschaft überhaupt nicht ausreichend diskutiert wird. Wir müssten auch mal die Biologie im Einkaufsmarkt wieder stärker berücksichtigen. Brauche ich wirklich jede Obstsorte und jede Frucht zu jeder Jahreszeit? Wie kann ein Weg aus dieser Lebensmittelfalle aussehen? Gefordert sind Politik, Supermärkte, Erzeuger und vor allem wir Verbraucher. Ja, was wir Verbraucher machen können, hat uns Frank ja schon erzählt. Wir sollen bewusster einkaufen, uns Gedanken machen. Jetzt kam gerade in dem Beitrag auch der Satz bzw. der Vorwurf, dass die Lebensmittel einfach zu billig sind und deshalb der Respekt vor dem Lebensmittel verloren gegangen ist. Stimmen Sie dem zu?
Also ich glaube schon, dass ich, also wenn ich jetzt für mein Fleisch wesentlich mehr zahlen würde, dann würde ich auch sorgsamer mit dem Thema umgehen. Glaube ich schon, wenn es wirklich, wenn das wehtut finanziell, dann kaufe ich auch mit Sicherheit mehr bedachter ein. Also das wäre, da gibt es schon sicherlich Zusammenhänge. Es gibt in Frankreich, auch das haben wir gehört, ein Modell, das Mitte des Jahres wurde beschlossen, dass Lebensmittel von den Supermärkten, die abgelaufen sind, nicht mehr weggeschmissen werden sollen. Finden Sie das gut? Könnte das auch ein Vorbild sein für die deutsche Politik? Das ist eine perfekte Idee. Man muss eins wissen, die Franzosen, auch die Italiener und die Spanier haben einen ganz anderen Zugang zum Thema Essen. Dort ist es noch eine Kultur, da wird das gewertschätzt und das ist nicht ganz wichtig. Deswegen kann man so ein Gesetz auch mal schnell manipulieren oder zu frei bringen, was hier in Deutschland eben nicht mehr so ist. Also unser Geschmack ist völlig industrialisiert. Wir sind einfach zum Spielball geworden, auch der Industrie. Und dann ist auch die ganze Vielfalt, die man uns anbietet. Man, klar, es ist eine riesen Falle, die dazu schnappt. Also man muss jetzt keine 400 Wurstsorten haben, glaube ich, im Regal. Da wäre schon ein bisschen Kommunismus beim Metzger wäre nicht schlecht, wenn es gibt dann ein Bier schenken, dann gibt es das noch und das, das war's. Ne? Dann geht man anders mit dem Thema um. Ich glaube, die Ablenkung durch die Vielfalt, das ist so negativ, wirkt sich das auf das Ganze aus, vermutlich. Was hat denn Deutschland für eine Essenskultur? Deutschlands Essenskultur, Essen ist die älteste Kultur der Menschheit. Also das Kochen ist, glaube ich, auch wirklich die älteste Kultur. Deutschland hat jetzt einfach, glaube ich, der Deutsche gibt für Motoröl, glaube ich, mehr Geld aus wie für Olivenöl. Also es hat sich so ein bisschen verschoben, so die Wertigkeit. Also wir essen alle gut. Also in Württemberg und in Bayern wird schon gut gegessen, aber das ist nicht so, das ist nicht der Löwenanteil des Denkens, glaube ich. Aber in Frankreich sitzt die Familie halt dann wirklich nochmal 3 Stunden zusammen und genießt, was man bei uns eben nicht macht. Da isst man zwischen Tür und Angel, ein Kind kommt um 1, der andere kommt um 3, der Mittagstisch fällt flach, dann nicht mal mehr den Sonntagsbraten gibt es noch. Das ist so verhärmt, also das ist so desolat geworden. Wie kommen wir aus dieser desolaten Situation raus? Indem, dass man sich wieder aktiviert und sagt, okay, dass man sich erinnert an die Zeit, wie es früher war, bei der Mutter noch. Das ist noch gar nicht so lange her, 20 Jahre, 30 Jahre, da saß die Familie noch wirklich deutschlandweit am Tisch. Und das müsste man wieder einführen, nur sonntags. Nur sonntags. Das wäre mir schon geholfen. Meine, mittlerweile ist die Frau berufstätig, der Mann ist berufstätig, die Kinder kommen zeitversetzt. Also es ist eine schwierige Situation. Das ist politisch einfach wie, kann man damit ganz oben anfangen zu intervenieren. Mal schauen. Was könnte die Politik denn machen? Die Politik könnte sich mit dem Thema auseinandersetzen, und zwar bewusster. Und das geht immer ins Hintertreffen. Das ist so ein Nischenprodukt, die ganze Ernährung. Wir haben zwar ein Ministerium für Ernährung, aber ich glaube, da ist noch viel Nachholbedarf und noch viel Redebedarf. In welchen Bereichen genau? In dem Bereich, dass man sich öffnet und eben auch mit der Gastronomie spricht. Die Gastronomie ist, glaube ich, der 5., 6. größte Arbeitgeber in Deutschland. Es gibt aber keine Lobby da, es gibt keine Schnittstellen, dass man einfach Schnittstellen gründet zwischen Gastronomie und Politik. Es gibt dabei sowas wie die Tafeln zum Beispiel, die sich ja auch der Sache annehmen, aber die sind relativ schnell überfordert, wenn sie dann zu viele Lebensmittel bekommen. Das ist ja auch das Thema, man kann eben mit Lebensmitteln auch, wenn die eben falsch gelagert sind, man kann sich auch wirklich vergiften. Das ist ja halt das nächste Spiel. Da müsste eigentlich immer gleich ein Chemiker dabei sein, der macht die Laborwerte, der sagt, okay, das kann man noch essen, das kann man nicht essen. Und das, bis die Kühlkette, aber bis es dann beim Endverbraucher ankommt, sagen wir mal jetzt bei der Tafel, ist es halt ein paar Mal von der Temperatur gefallen und dann ist eben die Sicherheit nicht gewährleistet, dass es noch gesund ist. Und ungesundes Essen sollte auch nicht sein. Da müsste man einfach Kühlketten erfinden, man müsste die ganze Logistik einfach, man könnte das schon machen, wenn sich jemand Zeit nehme, würde das funktionieren. Da sind wir wieder bei dem Bewusstsein. Ja. Sie selber haben ja ein sehr bewusstes Bewusstsein. Liegt das auch daran, dass Sie 10 Schüler sind? Das hat damit zu tun, dass man, ja, das geht um ein Bewusstsein, das stimmt. Das geht um Achtsamkeit, also es ist, wie gesagt, bei uns ist alles in einer riesen Selbstverständlichkeit, läuft hier alles ab. Ne? Und wenn man dann mal achtsam ist und sagt, okay, ich schneide den Apfel mal durch, dann weiß man, kein Wissenschaftler auf dieser Welt bringt diesen Apfel mehr zusammen. Ja? Man kann dich aus dem Auto rausziehen, alles wieder annehmen, alles wunderbar. Aber da geht es darum, dass man da mal drüber nachdenkt, irgendwie, was tickt denn vor mir, was habe ich denn in der Hand, wie riecht denn der? Man braucht wieder einen eigenen Zugang und Sensibilität, sage ich mal, zum Lebensmittel, weil das einfach die Schöpfung ist. So sieht's aus. Diese Sensibilität müssen dann, also sagen Sie ja jetzt, haben wir Erwachsene zu wenig hier bei uns in Deutschland, dann gehen wir noch eine Generation runter. Können wir unseren Kindern die Sensibilität vermitteln oder gibt es vielleicht Wege und Möglichkeiten, dass Kindern möglichst frühzeitig schon bewusst wird, was und wie wir essen? Eben, das müsste machbar sein, wenn man die Prioritäten ein bisschen verlagert. Also in der Schule einfach wirklich das Thema Ernährung, also wirklich in ein wichtiges Licht zu stellen, das wäre einfach mal ratsam. Also weil die Kinder, die sind völlig manipuliert, die haben ja keine Entscheidungsmöglichkeit mehr, die sind ja reingeworfen in so einen Industriefonds, aber wenn der sagt, okay, man kocht vernünftig, aber viele haben es schon versucht, auch Jamie Oliver ist ja auch gescheitert in England, das ist einfach nicht so einfach, weil das einfach das die Masse angeht und die Masse ist einfach ein bisschen träge so, also ich wüsste auch nicht, wie man es macht, aber man sollte was machen, der steht fest. Diese Überproduktion, die wir an Lebensmitteln ja de facto haben, die überschwemmt ja auch die Entwicklungsländer, also wir machen ja quasi den ganzen Kreislauf so ein bisschen kaputt, sehen Sie da eine Lösung, wie wir da rauskommen können?
Gut, dann muss jeder bei sich selber anfangen. Das heißt immer, wer ist jetzt schuld an irgendwas? Man, schuld sind wir. Wir verbrauchen, wir wollten alles so haben. Wir wollten möglichst viel, möglichst immer, möglichst billig und rund um die Uhr. Ja, das ist unser Problem. Wir haben es erschaffen und ob man es wegkriegt so schnell, das weiß ich nicht. Also selbst gemacht, also löffeln wir uns die Suppe auch selber wieder aus und fangen an mit dem Einkaufen. Da haben wir gelernt, wir kaufen richtig an. Wie viele Zutaten dürfen denn oder sind bei Ihnen denn maximal so im Wagen? Also wenn Sie einkaufen gehen, Sie haben Hunger vielleicht auch noch, ne? Kommt ja auch manchmal vor, dass man mit Hunger einkauft. Okay, also wenn ich Hunger... Sie haben Ihren Sohn dabei, der quengelt und jetzt gehen Sie einkaufen. Gut, also dann kriegt der Sohn gleich mal eine Wurst zum, hat er was zu tun schon mal, da ist er schon mal beschäftigt und dann kauft man vielleicht drei Gemüsesorten, eine Fleischsorte und vielleicht eine Sättigungsbeilage. Ich meine, Kartoffeln halten ewig, Nudeln, Reis, das ist ja kein Thema, das ist ja zu Hause auch. Ne? Die frischen Sachen sind es, da muss ich eben nicht so viel einkaufen, weil einkaufen macht ja auch Spaß. Also wie früher, da gibt es überall ein kleines Schwätzchen noch, da kann man noch ratschen. Heutzutage ist ja völlig anonym, man geht in so einen Supermarkt, man wiegt selber alles ab, man arbeitet mit an der Kasse, gibt es vielleicht ein kleines Lächeln. Die Tante-Emma-Läden von früher, die müssen wieder eingeführt werden, wo man einfach irgendwie mit Gesprächen wieder neuen Zugang schafft zum Produkt. Wie sieht es aus, wenn Sie zu Hause privat kochen? Ich koche zu Hause privat ganz, ganz selten. Warum? Das ist ja, weil ich ja, das macht ja, wenn man meine Frau und wir gehen ganz gerne essen. Weil der Herd sieht dann mal aus wie ein Schlachtfeld. Und ich kann nicht für drei Personen kochen, sondern da kommen immer so 10 Liter bei raus. Ich bin einfach wie aus dem Restaurant die Größen. Ich kann auch mit so einem kleinen Topf nichts anfangen. Das ist bei mir ein bisschen schwierig. Das heißt, bei Ihnen zu Hause kocht dann nur die Frau? Wenn, dann nur die Frau und wir gehen essen, ja. Oder der Sohn, man versucht sich auch schon mal beim Rühren von Bolognese. Wie wichtig ist Ihnen das, dass der Sohn auch mit dabei ist, also dass man als Familie quasi gemeinsam in der Küche steht? Ah, der Sohn sieht das, glaube ich, schon in der Gastronomie, wenn man da aufwächst. Es ist eine ganze Verbindlichkeit zum Thema Kochen, zum Thema Natur, zum Thema Tiere, zum Thema Natur. Ja. Natur ist ein gutes Stichwort. Wetter. Die nächste Woche wird es zapfig bei uns in Bayern. Wir kriegen ziemlich unbeständiges Wetter. Viele dunkle Wolke über dem Freistaat. Die Temperaturen bleiben kühl. Der erste Frost kündigt sich also auch schon an. Ich rate Ihnen schon mal, die Scheibenkratzer im Auto bereit zu halten. Adrenalinkicks, Familienspaß und Kinderhits. Einfach das perfekte Ausflugsziel in den Sommerferien, um gemeinsam mit der Familie Zeit zu genießen. Skyline Park, der coolste Freizeitpark in Bayern. Wie cool ist das denn? Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Bayernwetter. Ganz so prickelnd war ja der Tag noch nicht, kann man nicht gerade behaupten. Denn wir sehen es auch hier schon für die kommende Nacht. Es sind ziemlich viele Wolken nach wie vor am Himmel. Von Nordfranken her wird langsam aber sicher die Wolkendecke angeknabbert. Das liegt daran, dass sich langsam, ganz langsam trockenere Luft bemerkbar macht. Ganz im Süden Richtung Oberbayern auch noch teilweise Schwaben. Da gibt es noch ein bisschen Nieselregen, da gibt es auch teilweise leichten Regen. Das Ganze mit so einem hochnebelartigen Wolkenspektakel. Also schön wird das nicht. Und im Laufe der Nacht, da sehen wir, gehen die Temperaturen je nach Bewölkungsgrad von Norden her langsam runter auf Werte um 0 Grad. Da bleibt es auf jeden Fall trocken. Es wird also nicht glatt. Im Süden ist es einfach zu mild, dass es dort glatt werden kann. Schauen wir uns dann den Tag an. In Franken am Sonntag sehr viel Sonnenschein, anfangs ein paar Nebelfelder, das Ganze bei höchstens 10 bis 12 Grad. In Hof in höheren Lagen Werte um 7 Grad. Und das Ganze eben bei diesem nordöstlichen Wind mit Stärke 3, teilweise in Böen auch mal 4. Das sorgt dafür, dass der Nebel ganz schnell angeknabbert wird. Ähnlich geht es dann auch Richtung Oberpfälzerwald weiter. Sehr viel Sonnenschein im Norden. Nach Süden hin haben wir es immer noch mit dieser Feuchtigkeit zu tun. Es bleibt meistens trocken. Und wir sehen auch, wie schön die Unterschiede sind. Im Süden noch die mildere Luft und feuchtere Luft. Im Norden die trockenere, aber deutlich kältere Luft. Dort nur 8 bis 9, im Süden bis 12 Grad. Der Wind, wie gesagt, aus nordöstlichen Richtungen spürbar. Richtung Oberbayern und Schwaben, da wird es dann am Sonntag sehr viele Wolken geben. Teilweise kommt dort nicht eine Sonnenstunde über den Tag zustande. Das Ganze bei Werten zwischen 8 und 12 Grad. Nach Norden hin, Richtung Nordschwaben, Augsburg, Richtung Donau, da schon deutlich mehr Sonnenschein. Aber das Ganze bei einem Wind, der spürbar aus östlichen Richtungen weht, da ist das Ganze noch ein bisschen frischer. Schauen wir auf die nächsten Tage, da wird es richtig sonnig werden, wenn sich der Nebel morgens aufgelöst hat und die Temperaturen gehen langsam zurück. Ja, die Temperaturen gehen langsam zurück. Das ist uns bewusst. Stichwort Bewusstsein, Frank. Ich finde, wir sollten unseren Zuschauern mal so ein bisschen eine Hilfestellung geben. Wir haben jetzt in der Theorie alles ganz gut besprochen. Hört sich auch alles sehr vernünftig an. Aber zu Hause vor dem Kühlschrank ist es ja was anderes. Ich würde vorschlagen, dass Sie unmittelbar nach der Sendung mal an Ihren Kühlschrank gehen. Sie machen den Kühlschrank auf. Und was machen Sie dann? Einen Praxistest. Habe ich zu viel gekauft fürs Wochenende? Oder
kann ich das alles verputzen, was drin ist. Das heißt also, wenn ich gesehen habe, ich habe zu viel gekauft, dann habe ich schlechtes Gewissen. Dann haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu wenig gekauft habe? Dann kann man noch einen Reis kochen, Nudeln, Pasta, ist immer was da. Reis, Nudeln, Pasta geht immer. Als Vorsatz für die nächste Woche möchten wir natürlich auch unseren Zuschauern was mitgeben. Also bewusst einkaufen gehen, vielleicht kannst du da noch mal uns eine Hilfestellung geben. Also klar, ja, nicht mit hungrigem Magen, das sind die Klassiker, die wir alle wissen. Aber neugierig, also beim Einkauf Neugierde beweisen, einfach Neugierde beweisen, kreativ sein, innovativ sein und einfach irgendwie eine neue Wertschätzung. Man kann ja so einfach drüber nachdenken, nur das muss passieren, man muss drüber nachdenken. Also wir denken drüber nach, wir versuchen bewusster zu sein, wir versuchen kreativ zu kochen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück, das war's von uns, das war TV Bayern Live, schön, dass Sie reingeschaut haben. Einen gemütlichen Abend noch für Sie, würde mich freuen, wenn Sie nächsten Samstag wieder da sind, dann hoffentlich etwas geordneter hier bei uns im Studio. Bis dahin, machen Sie es gut, Servus. Tschüss.